heiße Helga, komme aus Österreich. Mir macht Skifahren sehr viel Spaß. Ja, da stell ein, da kommt er hinter mir her. Und wehe, wenn ich dann sehe, dass du eine Kurve ausgelassen hast. Dann reklamieren wir gleich. So machen wir das. Okay. Ja, auf die Kante achten ein bisschen, schön nach vorne gehen am Anfang der Kurve. Gleich geht's los, ha? Ja, jetzt gleich geht's los, ja, gleich die Spannung ist jetzt hoch. Jetzt geht's los. Die Leute sind nervös. Nein. Hero, GoPro oder was auch immer. Die Stimmung steigt ins Unermessliche. Schwer ist wenig. Tor ausgelassen. Unterwegs der Oliver, Gruppe vom Skilehrer Roland. Ja, schauen wir mal, ob die anderen Ausgang da sind. Olli, komm rüber! Das ist der Super. Aber Nummer 77, das ist der Christian Witowski vom Skilehrer Karl. Aber 77 Ziel, Christian, in der Endzeit von 30-72. Alles läuft gut, alles läuft super. Gut. Super. Wir mit dem Rückwärts starten und da Kamera. Ja. Gut, die würde nicht. Wie hat es dir denn gefallen? Mit der Abfahrt. Heute das Rennen. Da, die Slalom-Sache da. Ja. Okay. Hat schon Spaß gemacht, aber ich bin mit der Bremse gefahren. Ganz spitze. Spitze Sache. Rennen gut. Hat dir gefallen? Sehr gut. Hello there. Ah, so da.
Kamera drücken und dein Foto machen. Das ist wirklich ganz viel hart. So lang ist die Sache. Nein, ist ja fast. Wie geht's denn so? Gut, danke. Ja, das sind deine Kollegen hier, ne? Schön. Wir sind eben mit Annemarie Moser vollgefahren. Dreimal. Ich möchte mich nochmal herzlich bedanken, dass du uns so dreimal schön begleitet hast. Das war wunderbar. Herzlichen Dank. Ein Vergnügen. Wunderbar. Ja, danke. Bis zum nächsten Mal. Schöne Tage noch. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Wenn wir nichts zu trinken, können wir unsere Helme stehen lassen. So entspannt, so natürlich. Kommt der Möglichkeit, dass wir mit Annemarie fahren können? Und wo Linzen rein wurde, es gibt aber schon angegriffen und ein schönes Rennen gefahren. Denen das heute nicht so gut gelungen ist, die haben ja nächsten Winter wieder die Chance. Sie dürfen den ganzen Winter über fleißig danke, üben. Danke, 1959 und älter. Die erste. Deutschen Goldmedaille. Bravo.